Der Traumstart in die neue Saison ist perfekt. Aus den ersten drei Bundesliga-Partien konnten die Handballer von Frisch auf Göppingen die maximale Punkteausbeute mitnehmen. Zusammen mit den Rhein-Neckar-Löwen sind sie das einzige Team, das in dieser Saison bislang alle Spiele gewonnen hat. Zuletzt am vergangenen Sonntag. Zu Hause gab es in einer hart umkämpften Partie einen knappen, aber verdienten 23:22 Erfolg gegen die HSG Wetzlar. Drei Spiele gegen starke Gegner und 6 Punkte, da macht der Blick auf die Tabelle für alle Frischauf-Fans doch Freude. Den Spielern ist es aber wichtig, jetzt auf dem Boden zu bleiben. Das ist eine tolle Momentaufnahme, definitiv. Aber mein Gott, wir haben drei Spieltage hinter uns. Und ich denke, da jetzt irgendwie großartig über irgendwas anderes zu sprechen, außer unsere vorgegebenen Ziele, dass wir im guten Mittelfeld landen wollen, ist Humbug. Und deswegen realistisch bleiben und sagen, ey, wir haben viele Punkte jetzt, wir haben drei Spiele hintereinander gewonnen, was letzte Saison eigentlich nicht einmal vorgefallen ist, und damit sind wir erstmal zufrieden und stolz drauf. Stolz auf seine Mannschaft ist auch Trainer Magnus Andersson. Viele sehen in seiner Personalie den Neuanfang für Frisch auf Göppingen, nachdem die vergangenen Jahre alles andere als optimal verliefen. Ein großer Druck für den Schweden, umso größer war der Stein, der ihm jetzt nach dem mehr als gelungenen Einstand vom Herzen gefallen ist. So habe ich vielleicht vor einem Monat ein bisschen darüber geträumt, dass die ersten drei Siege 6 Punkte, aber wir haben einen super Start bekommen und jetzt muss vi weiter mit unserem Abwehr und Angriff wieder trainieren. Und en schöne Woche hier, ein bisschen Pause und kann man auch ein bisschen gut trainieren und mit Kraft und ein bisschen Ausdauer. Wieder mit im Training dabei ist dann auch Spielmacher Mimi Kraus. Nach der Aufhebung seiner Suspendierung durfte er gegen Wetzlar wieder ins Spielgeschehen eingreifen. Da er jedoch in den letzten 5 Wochen nicht mit der Mannschaft trainieren durfte, braucht es noch etwas Zeit, bis er wieder vollständig ins Spielsystem findet. Sozusagen habe ich eigentlich die komplette handballerische Vorbereitung verpasst, aber ich konnte viel an meiner Athletik arbeiten. Also da bin ich einige Schritte vorangekommen, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es 10 bis 14 Tage dauern wird, bis ich wieder meinen Rhythmus drin habe, meine Koordination am Ball habe, und dann kann es auch wieder nach vorne gehen bei mir persönlich. Als nächstes steht für die Grün-Weißen ein Auswärtsspiel in Magdeburg auf dem Programm. Am 13. September geht es dann zu Hause gegen den HC Erlangen. Zwei Teams, die Frischauf in der momentanen Verfassung durchaus schlagen kann. Die Chancen, dass sich der Traumstart in die neue Saison weiter fortsetzt, stehen also gar nicht mal so schlecht.